Und runter mit dir! Ich krieg mich nicht leben! Ich krieg mich nicht leben! Geh mal, weg mit dir! Ist alles zu schnell! Oh. Spiel, wo wir ein glatzköpfiger Mann sind mit einem Kot auf dem Kopf und wir tragen meistens ein Smoking. Oh yeah. Und wir bringen Menschen auf die komischste Art und Weise um. Wie hier. Ende. Okay, Leute, vielen Dank auf jeden Fall für den Support unter dem letzten Hitman 2 Video. Ihr feiert es einfach mega und ich feiere es auch. Deswegen kommen einfach mehr Folgen. Und Leute, falls ihr die weiteren Folgen auch supporten wollt, lasst einfach einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ihr müsst es nicht machen, wäre aber mega nett. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an. Mit der Mission. Alter! Unsere Ziele für die heutige Mission sind Silvio Caruso, der einen Stammzellvirus hergestellt hat und damit versucht, die Menschheit damit zu vergiften. Unterstützt wird er von seiner Freundin Francesca De Santis. Sie ist eine Professorin in der Biologie und hilft Silvio, wo sie nur kann. Zusammen leben sie in einer Riesenvilla, die bewacht wird von Agenten. Die beiden sind unsere heutigen Ziele. Okay, Leute. Genug Zeitung gelesen. Wo zum Teufel sind wir hier? Alter. Das sieht aus wie Madeira. Ist das hier Madeira? Oh mein Gott. Madeiras Wasserbrunnen, Madeiras Straßen, sogar Madeiras Friseure sind hier. Damn, boy. Einfach alles sieht aus wie Madeira. Okay, Leute, wir müssen unbedingt was Kleines ändern. Was Kleines, aber Feines an der Mission. Okay, wie wär's, wenn wir die Ziele etwas umändern? Ich habe eine gute Idee. Rah. Unsere Ziele für die heutige Mission sind Simon Unge, leidenschaftlicher Doppelapfel-Shisha-Raucher, Gelegenheits-Instagrammer und YouTube-Algorithmus-Biologe. Er hat jahrelang den Algorithmus an seinen Zuschauern getestet und hat ihn perfektioniert. Jetzt möchte er mit seinem Wissen die Weltherrschaft an sich reißen. Unterstützt wird er von seiner Freundin. Seine Freundin spielt Animal Crossing und sieht dabei cool aus. Zusammen leben sie in einer riesen Villa und wohnen da. Das sind unsere beiden Ziele für die heutige Mission. Okay, okay. Wir haben jetzt neue Ziele und zwar müssen wir jetzt Unge und seine Freundin umbringen. Sollte eigentlich nicht so schwer sein. Die beiden sind da hinten. Ja, wir durchsuchen erstmal so ein bisschen die Gegend und gucken, ob wir irgendwelche hilfreichen Sachen finden, die uns helfen könnten, die beiden umzubringen. Eine Pantomime. Er hat zwei Handys. Er hat drei Handys. Und was macht er mit den Handys? Er jongliert. Oh, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Und... Wait, das ist wegteleportieren, das zählt nicht, das ist Schummeln! Das war keine Absicht. Ha, falsch! Bam! Du kannst mir gar nicht! Was? Boom! No! Okay, was ist hier? Eine Kirche. Oh, die beten alle. Ich kann beten. Oh mein Gott, ich habe eine Idee, was ich mache. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, Abraham, Jesus, Linken, verschwöre ich mich heute gegen Unge und Sabine, seine Freundin. Wir stehen hier heute im Angesicht des Kreuzes vor einem Tresen, der besteht aus... Was? Hä? Ich brauche irgendwie ein Mönch, aka Priester-Outfit. Oh, perfekt. Wahrscheinlich ist da oben der Priester, oder? Kann ich rein? Der macht gerade seinen Schuh zu. Gott, es tut mir leid. Bitte, hasst mich nicht zu sehr. Hasst mich bitte nicht zu sehr. Komm mal mit, mein bester Mann. Ja, wir werfen ihn hier runter. Bye, bye. Und... Yeah. Oh nein, er rutscht runter. Nein, er rutscht runter. Ja, er ist auf dem Dach stehen geblieben. Perfekt. Gut, wir haben ihn beseitigt und haben Outfit mehr. Oh, hier geht's sogar noch in den Keller, Leute. Links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts, links oder links. Easy reingehackt. Ich bin du. Und du bist ich. Wie, du kaufst das nicht ab? Du musst das abkaufen. Ich bin du und du bist ich. Ganz einfach. Oh, bitte verzeih mir, Gott.
Bitte verzeih mir. Ich hab das Priester-Outfit, Leute. Ich bin jetzt einfach ein Priester, Leute. Wie geil. Alter, wo geht's denn hier lang? Das ist ja voll gruselig. Hallo? Unterirdische Gänge? Das habe ich aber nicht unterschrieben. Wow, okay. Uff. Erst muss ich aber ganz kurz die Leiche loswerden. Wo kann ich denn die hinpacken? Warte mal, ich könnte sie hier unten in irgendeine Ecke packen. Oder ich versuche sie heimlich ins Wasser zu schmeißen. Ja. Wir versuchen den Weg mit Wasser. Oh mein Gott, das ist so riskant, ne? Oh shit, das ist so riskant. Du hast es gesehen, du hast es gesehen. Er hat nichts gesehen, er hat nichts gesehen. Und. Warte mal. Ich dachte gerade, die Leichen schwimmen. Geh unter Wasser. Du musst tauchen. Du fällst so noch auf. Oh, wait. Er ist weg. Egal. Ich folge jetzt einfach. Das Licht. Gottes Licht. Oh, okay. Jetzt bin ich draußen. Das war nicht so worth it, Leute. 2 Stunden später. Was für ein Arbeitstag. Hey, Johnny. Ich bin's, Pedro. Alles klar bei dir? Ich soll dich ersetzen, meinte der... Er hat mich erkannt. Er hat mich erkannt. Oh mein Gott, ich glaube, er weiß, dass ich nicht Pedro bin. Okay, so. Es tut mir leid, Johnny. Es tut mir leid. Jetzt ist meine Zeit zum Arbeiten. Endlich, Alter. So, hi. Ich bin Johnny. Das kann doch nicht sein. Irgendwie ist es jetzt hier ziemlich still. Ach, scheiß drauf. Der Job macht einfach keinen Spaß. Okay, zurück zur Mission. Ich glaube, wir müssen hier rein. Wir können hier sogar rein. Und hier kann man sogar klingeln. Klingelstreich, Klingelstreich. Haha, Loser. Nein, okay, ich muss wieder hoch. Ich muss da warten. Oh, er geht jetzt zur Tür. Noch ein Schlüssel? Oh mein Gott, der ist auf meinem Drittkanal. Oh mein Gott, so ein ehrenhafter Dude. Okay, wo kann ich hier lang gehen? Lol. Ist sogar noch im Weg. Und hier jemand? Ein Spiegel. Oh mein Gott, ich bin so wunderschön. Ja. Okay, sonst ist hier nichts. Dann kann ich jetzt, hier lang gehen. Hallo? Ist hier... Oh, shit, hier ist jemand. Lohnt es sich, den umzubringen? Es lohnt sich immer. So. Deine Klamotten hätte ich auch noch gerne. Oh yeah. Okay, jetzt sind wir drin in dem ganzen Schloss hier. Ich muss sagen, Alter, das Anwesen... Es ist einfach krank. Falls ihr euch an den Vlog erinnert, da hat mir Unge gesagt, dass er so viele Ebenen hat und so viele Wege, dass man sich auch mal verlaufen kann und dann vielleicht nicht mehr zurückkommt. Jetzt ergibt alles Sinn. Jetzt weiß ich, warum ich nicht zurückgefunden habe. Wie soll man hier auch zurückfinden, wenn es einfach zu viele Wege gibt? Und dann geht es hier noch lang. Hier ist noch ein Weg. Hier ist ein Schweinekopf. Hier sind Menschen. Und hier ist ein Weg nach oben. Sogar ein Weg in irgendein Dachgeschoss. Und hier gibt es einen Mini-Panzer. Okay, die beiden versuchen gerade den Tresor zu knacken, aber schaffen es irgendwie nicht. Deswegen müsst ihr sterben. Bam. Gut. So, okay, jetzt muss ich versuchen, irgendwie den Code zu knacken. Die Safe-Kombination fehlt. Wofür das insgesamt gut ist, weiß ich auch nicht. Aber da ist bestimmt irgendwas Cooles drin. Was könnte da drinnen sein, Leute? Also ich muss jetzt wirklich jedes Zimmer in dieser Riesenvilla durchsuchen, um den Code zu finden. Das ist unmöglich. Ich habe keine Ahnung, wo ich suche. Wait. Was ist das für ein Raum? Wait. Holy shit. Als ob. Was ist denn hier im Keller? Oha. Okay, hier ist anscheinend der Virus. Ich muss ja auch den Virus zerstören. Hier geht's noch weiter runter. Alter. Oh, hier ist noch mehr Security. Oh Gott, wie viel Security ist hier? Hier gibt es noch einen Seitenweg. Wie soll ich hier jetzt rauskommen? Fischi, mach auf! Schade, war ein Versuch wert. Oh Gott, bevor ich hier versuche, irgendwas zu machen, würde ich sagen, ich gehe erstmal nach oben und versuche, Unge und seine Freundin halt zu eliminieren. No front. Und wir sind wieder drin.
Okay, kranker Raum. Kranker Raum, Alter. Also keine Ahnung. Eigentlich wollte ich einen Code suchen, aber jetzt bin ich hier irgendwie außen gelandet. Ja, Zerschredderer. Oh Mann, ich hab dich vermisst, Alter. Okay, jetzt nick ich mich hier ran. Und jetzt ziehe ich Peter Pan. Sein Tod. Oh shit, die haben mich bemerkt. Oh nein, die haben mich bemerkt. Oh nein, die haben mich bemerkt. Oh Mann, es tut mir leid. Wir schießen. Und schieße ich zurück. Ich schieße zurück. Ja, ihr kriegt mich nicht leben. Nein. Geh mal weg mit dir. Easy. Ihr musstet mir nicht im Weg rumstehen, okay? Mega uncoole Sache von euch. Okay, ich konnte endlich meine Aggression... Oh, ich hab noch eine Idee. Ja, komm schon. Ja. Ich bin wieder zurück. Ja. Oh, zerschreddert. Oh, das fühlt sich gut an. Gleich nochmal. Nummer 2. Ja. Nummer 3. Du bist Nummer 4. Mein guter Freund. Ja. Oh, ja. So, jetzt liegt hier keiner mehr im Weg. Habe ich gut gemacht. Ach, gut. Ich fühle mich so viel befreiter, Leute. Genial. Oh mein Gott, ich habe einen Plan. So, okay, wir legen jetzt hier den Golfball rein. Und dann gehen wir weg. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis Unger aus seinem schönen Luxushaus rauskommt und eine Runde Golf spielt. Ich mach den Rasen ordentlich und warte auf Unge und sein Golfspiel. Ein paar Sekunden später. Ja, hol dir den Golfschläger, Unge. Hol dir deinen vergoldeten Golfschläger und schlag den Ball so doll du kannst. Oh, bessere Sicht. Komm, hau gegen. Ja! Holy shit! Oh mein Gott! Das hat besser geklappt als erwartet! Oh mein Gott, ich bin einfach so gut. Warte mal, wenn sich jetzt alle hier versammeln. Okay, ich habe eine Idee, Leute. Feuer! Bandsider! Weg mit dir! So, jetzt habe ich keine Kugel mehr. Jetzt gucke ich einfach mal meine ganze Zerstörung an. Ja! Oh. Mann, weg mit dir. Jetzt fallen wir weniger auf. Okay, wie können wir jetzt die andere töten? Die andere ist da hinten. Und by the way, ich muss immer noch diesen komischen Code finden, der irgendwo in irgendeinem Raum ist und... Ja. Ob ich den jemals finde? Unbefugtes Betreten? Oh, ich bin im Zimmer von Unge und so, glaube ich, drin, oder? Ich glaube, das ist deren Zimmer. Das kommt hin. Den Code müssen sie doch hier irgendwo im Zimmer haben, oder nicht? Das wäre doch das einzige... Code? Nee. Ja. Ich habe den Code gefunden. 8573. 8573. Ah, raus. Okay, 8, 5, 7, 3. Ja, eine DNA-Probe. Aber was bringt mir die? Was bringt mir eine DNA-Probe? Hä? Ich habe echt keinen Plan, was ich mit der DNA machen kann. Aber vielleicht hat das irgendwas mit dem Virus zu tun. Naja, egal. Ich würde sagen, davor bringen wir jetzt irgendwie die Frau um. Okay, ich mache den OG-Weg, Leute. Das Ding präparieren. Münze hinlegen. Wasser anmachen. Ja, geht zum Wasser. Und Strom an. Ja! Oh ja, die gute alte klassische Art. Und den juckt das halt kaum. Muss er auch geschockt werden? Ja! Eins auf! Zwei! Yes! Ah, gut. Komm, put. Ich würde sagen, einfach hier runter, oder? Oh, ah, no! Nein. Nicht loslassen! Oh, die Sicht gefällt dir, oder? Gefällt dir die Sicht auf meinem Po? Ja! Oh yeah, that's what though. Okay, komm mit. Oh ja, wir ziehen dich hier hin an die Kante und jetzt lass dich einfach los. Ja, das hat sich gelohnt. So, und jetzt, Leute, müssen wir nur noch den Virus zerstören. Das sollte ja nicht allzu schwer sein, oder? Wir gehen hier einfach runter, gehen die Treppe runter, gehen durch die Tür, gehen durch noch eine Tür.
Und wir gehen hier raus und wir sind einfach... Oh, ich bin hinten reingegangen, komm hier wieder raus. Oh mein Gott. Oh. Und jetzt kommen wir zur Tür. Oh ja. Okay, Unge, deinen Keller nehme ich mir jetzt auch noch vor. Jetzt musst du noch der Virus zerstört werden. Dann haben wir es geschafft, Leute. Das sollte ja nicht allzu schwer sein, oder? Okay, wie gehe ich am besten vor? Es gibt so viele Wachen. Erstmal holen wir uns ein Outfit, glaube ich. Und zwar das von dem Typen hier. Fisch. Ansneaken mit dem Fisch. Oh, es ist immer wieder aufs Neue gut. Und schon falle ich nicht mehr wirklich auf. Das Arztkittel-Ding könnte mir echt helfen, ne? Kann ich den einfach umbringen, ohne dass irgendwer was merkt? Niemals, oder? Ja, das hat einfach niemand gemerkt. Okay, ich falle absolut nicht auf, Leute. Alles gut. Oh Gott, was ist das für ein Raum? Ich will ja nichts sagen, aber ich bin leicht angespannt. Man merkt es vielleicht, oder? Ich bin umzingelt von so vielen Menschen, die mich einfach entdecken können. Hier rein. Holy shit, was? Das ist so unerwartet. Egal, neues Outfit. Junge, Alter. Ich bin einfach Corona-sicher. Ja, moin. Okay. Junge, wie spooky ist das hier alles? Yo. Kann ich irgendwas damit machen? Temperatur erhöhen. Okay, so könnte ich den Virus zerstören. Ich könnte die Temperatur erhöhen. Aber was kann ich niemals machen, wenn hier vier Leute im Raum sind? Und wie soll ich vier Leute einfach umbringen? LOL! Niu, niu, niu. Ich bin einfach... Habe ich es kaputt gemacht? Oh oh. Oh oh. Einfach untersuchen. Ich hab nichts gemacht. Okay, ich glaube, das ist meine Chance, oder? Ja, okay, einer geht raus. Noch zwei sind im Raum. Meine Chance. Fischi, was? Okay, wo kann ich euch hinpacken? Wo kann ich euch hinpacken? So weit habe ich nicht überlegt. Doch, da. Ja. Oh Gott, ja, ja, ja. Das ist ja irgendein Juice. Eklig, ein Juice. Und rein in den Juice mit dir. Okay, ich schalte irgendwas ein. Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Ist das gut? Ist das schlecht? Ich gehe einfach hier dran. Temperatur erhöhen. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Oh ja, der Gradzahl geht hoch. Oh Gott, ich habe Angst. Ich habe Angst, ich gehe hier raus. Nee, ich hab das Gefühl, dass ich explodiere gleich. Oh, es ist kaputt. Oh, die Virus ist explodiert. Oh nein, wie konnte das denn passieren? Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, oh no. Oh, das ist doch bitter, ne? Das ist bitter, ne? Ich würde sagen, ich habe alles geschafft. Jetzt muss ich nur noch entspannt entkommen. Und dann hat sich das alles erledigt, Leute. Alter, ich muss sagen, Madeira ist schon eine coole Insel. Und das ist sogar... Unges Haus besuchen durfte und ihnen schöne Grüße ausrichten durfte. Wunderbar. Okay, einfach entspannten Ausgang suchen, Leute. Ich könnte jetzt einfach entkommen, aber das wäre doch langweilig, oder? Guck, da ist ein Flugzeug, damit könnte ich entkommen. Hm, ich habe eine Idee. Umziehen. So. Jetzt würde ich sagen, ich bringe so viele Menschen um, wie ich nur kann. Okay, Leute, ihr seid meine ersten Opfer. Bam! 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 Wer ist der Nächste? Bam! Hoppa! Ein bisschen letzten Worte? Was? Was? Ich möchte dein Geld haben! Dein Geld, bitte! Oh, Geld! Bam! Bam! Du hast mir dein Geld nicht gegeben! Hey, du da! Fischi! Das war viel zu einfach! Na, wo willst du hin? Ich hab doch gar nichts gemacht! Doktor, komm zurück! Doktor, bleib stehen! Komm hierher! Er ist gestorben! Guck mal, wie einfach jeder... Krass! Einfach jeder entdeckt mich! Hey! Bam! Du auch? Was? Boom!
Geil! Ach ja, Leute. Ich hab's einfach geschafft. Okay, okay, okay. Es tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich ergebe mich. Ich ergebe mich. Bam! Bam! Oh shit, das werde ich nicht überleben, oder? Auto, 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 Auto! No! Nein, ich bin nicht gestorben. Ich hab's geschafft. Ich hab's genau ins Auto geschafft. Ihr habt nichts gesehen, okay? Miau. So, okay, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Es wäre mega krass, falls wir es schaffen sollten, 30.000 Likes zu knacken. Ich weiß, es sind sehr viele Likes. Aber wäre auf jeden Fall mega süß. Ist kein Muss. Und ja, rechts kommt ihr zu meinem letzten Hitman 2 Video. Und links könnt ihr meinen erst, zweit oder meinen Drittkanal abonnieren, falls ihr es noch nicht wusstet. Und ich würde sagen, Leute, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Hab euch lieb. Ciao.